besser. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Rednecks im Farmhaus. Mit der am besten riechenden Socke der Welt. Hallo. Der schmutzigsten Dörre. Hallo. Und der am besten tanzenden Weltraumkartoffel des Universums. Hallo. 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 Was sollen wir tun? Wer liest vor? Wir sollen den Geist mit einem Kruzifix daran hindern, uns heimzusuchen, eine Kerze ausblasen und bei einer Jagd entkommen. Oh Mann. Oh, sehr schön. Ist Strom oben? Nee, Mitte. Antwortet auf Gruppen als auch alleine. Alles klar. Dörde geht schon mal vor, sagt sie. Auf, auf. Oh, oh, muss das Wetter. Immer gewittern. Das knallt so in den Ohren. Hätte man den Schwank nicht weiter vor hier hinfahren können? Ja, wir sind ja auch ins Asylum reingefahren quasi. Strom ist an. Ich gehe nach oben. Das ist doch immer gut. Ich mach mal hier die Tür auf. Knochen Simone, ist gut, sind ja. Wir hier nicht gestorben? Ja, ja. Du bist hier gestorben, war nicht so. Bestimmt. Ist der Strom schon an? Ich habe hier 6 Grad. Ja, ach ja, das Licht läuft, dann ist der Strom wohl an. Ja, wo also hast ich habe hier 6 oben 6 Grad, wenn du die Treppe hochkommst, direkt am Treppenabsatz. Ja, das klingt fair. Ja, dann kommen wir doch da mal hin. Hier ist noch eine Heizung. Eine Zusatzheizung. Na, jetzt sind es 15. 20. Hat vielleicht einen Moment gedauert. Ja, wobei... Ja, möglich. Aber vielleicht rennt er auch da oben durch die Gegend. Das ist in einem Raum drin. Ja, kann sein. Wo genau bist du denn? Ich bin jetzt hier. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Ich bin hier da im Flur. Das war hier direkt hier vorne, aber hier ist es jetzt warm. Ja, stimmt. So, hier sind so 22. Oh, hier ist schon wieder so ein gruseliger Teddy. Guck mal hinter diese Umkleidewand da. Ja, da sitzt der. Der plüschigste Plüschhase. Und hier ist noch so einer. Den es gibt. So, hier ist eine wunderschöne Badewanne. Ganz nach deinem Geschmack. Ganz nach meinem Geschmack. Hier oben sind 6 Grad. Wo bist du? Hier ein Raum weiter, hinter dir. Ah. Strom ist wieder aus. Ja. Kann mal jemand wieder Strom anmachen? Ich bin gleich da, ja. Aber hier sind, guck mal, hier sind 4,3. Ist wieder an. 6,9. Also ich würde jetzt hier einfach mal... Mach mal, musst ja nicht 3 auf einmal hinhauen. 4,2, doch, wir haben ja genug Salz. Also ich würde dann hier so auch meine Temperatur hinlegen. Jo. Da ist sie. Alles klar. Cool. Hast du ja gesehen? Drei hatten wir. Das ist ein Kind. Das war ist schon wieder ein Kind? Kahlköpfiges Kind, aber es war aufrecht. Es ist schon wieder ein Kind? Ja. EMF4 hatten wir hier. Echt? Es ist aber nicht... Ah, hier draußen ist Gewitter. Es ist aber nicht gekrabbelt, oder? Nein, nein, es stand. Ah, ist immerhin schon mal ein Fortschritt. Ja, das hat aber trotzdem so einen Zahn, also nur Zähne, also als Gesicht so. Das ist ganz komisch aus. Echt? Ich hab. Oh, dann ist das ein. Gesehen. Die haben bestimmt einen Namen, diese Zahndinger. Ja. Monster? Monster. Kruzifix und so weiter. Ich nehme die Kamera mit. Nimmst du ein Kruzifix mit? Ja. Auch vom Ding her kann das gut sein, dass es eben F5 wird. Weil 4 hatten wir schon. Ja, möglich. Ist es durch Salz gekrabbelt, gelaufen? Ja. Es hat auch schon Fußspuren auf dem Boden gemacht. Im Raum oder eher außerhalb des Raumes? Also gerade eben war es im Raum. Okay. Das war jetzt so laut der Donner, dass ich euch nicht verstanden habe. Ich packe ja die Kamera in die Tür wieder, ne? Oh, warte mal. Ja, so. Nee. Dann geht die Tür auch zu, ne? So.
egal. Hier noch ein Dot. Wir haben Frost. Ja? Ja. Ist dein Atem gesehen? Oder? Ja. Okay. Da haben wir doch schon mal was. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Schreibe ins Buch. Okay, also Gefriertemperaturen. Das ist ja schon mal zumindest etwas. Gucken wir mal kurz die Kamera an. Ja. Okay, wir haben Orbs. Orbs haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal Temperatur und Orbs. Ja. Rasend schnell, hattest du gesagt, Christian. War. Wirkte zumindest so. Hattet ihr schon eine Kerze oben hingestellt? Nee, ne? Nee. Müssen wir eine Kerze haben? Ja. Ja, also Orbs, Gefriertemperaturen, bleibt ja nicht mehr so viel übrig, aber gehen wir noch mal alle hoch? Würde ich sagen, ne? Ja. Ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer, bei niedrigen Temperaturen können sich die Handtuch schneller bewegen. Ah, hier, können wir... Brachbox hat jemand schon, okay. Ja, wir können mal Dings mitnehmen, Bewegungssensoren. Ja. Irgendwie. Ich habe keine Hand mehr frei. Ich auch nicht. Ich nehme den Bewegungssensor mit. Wobei, ich könnte die Kamera hier lassen, ne? Nehme ich noch einen mit. Machen wir zwei. Ja, geht los. Was hast du denn mit Simone? Ich guck mal hier ein bisschen die Kameras an. Guckst du auch auf die Aktivität? Ja, klar. Wie ist die aktuell? Null. Und jetzt? Weil sie ja gerade Licht ausgemacht. Eins. Okay. Schreib ins Buch. Vier. Tür zu, Tür auf, wart ihr das? Ich nicht. Christian, du? Nein. Okay, dann war sie das. Kerze ist aus. Aha. Okay, sie bewegt sie wieder, ne? Wollte gerade sagen, fotografier mal die Tür. Jetzt mache ich das. Jetzt habe ich sie einmal aufgemacht. Okay. Okay. Schreib ins Buch. Null Aktivität. Null. Oh, okay. Was hat denn das Foto der Tür gemacht? Weiß ich nicht, muss ich jetzt mal gucken. Ich komme runter. Gucken, ob Interaktion oder Fingerabdruck. Nichts von beiden, leider. Nichts von beiden? Nein. Was bräuchten wir denn für den Handtuch? Das ist eine gute Frage. Geisterorbs und Gefriertemperatur. So, ich gucke mir mal die Fotos an. Knochen, Geist. Haben wir eine außergewöhnlich niedrige Sanity? Nein. Nö, ne? Eigentlich nicht, nö. Okay. Hm. Also Revenant, Yuri, Hantu. Wir bräuchten noch EMF 5, ist egal. Das wird nicht 5 sein. Also Fingerabdrücke, Geisterbuch, Geisterbox oder Dots. Und in den Dots, wenn jetzt gerade die Bewegungssensoren da ausgelöst haben, sehen wir sie eher nicht, ne? Simone guckt ja auch schon die ganze Zeit drauf, ne? Ja.
Wollen wir das ausschließen, die Dots? Nö. Wie, nee? Wenn du die ganze Zeit drauf guckst? Lass uns doch lieber was finden, dann wissen wir es genau. Also, was kann man noch... Geisterbox war... ja. Also, Also, wenn wir noch einen weiteren Beweis finden, dann wissen wir es genau. Ja, genau. Also, wir haben gesagt, sie sollen ins Buch schreiben. Und wir müssen nochmal nach Fingerabdrücken oben gucken. Ja, ich glaube auch. Wer kommt mit rein? Nehmt aber eine Pille vorher. Ist EMF noch auch ausschlaggebend? Ach so. Eine Pille? Ja. Nee, EMF kann nicht sein. Hat jeder eine Pille genommen? Ja, hier oben liegt noch ein Fingerabdrucksensor. Ach da. Kruzifixe haben wir da drin ja verteilt, ne? Ja. Achso, EMF spielt ja gar keine Rolle mehr. Hätte ich gar nicht EMF spielt keine Rolle mehr. Ich schmeiß mal ein Räucherwerk rein. Fingerabdruck. Sehr schön. Ja? Okay, ich kann wieder umdrehen. Achso, damit bleibst du ja nur ein Handtuch, ja. Jo. Stimmt. Siehst du, und beim Handtuch steht auch, wenn es kalt ist, bewegt er sich schneller. Das passt. Ja. Das würde passen, ja. Stimmt. Oh, der Leuchtstab ist schön. Der ist super, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich immer die Taschenlampe sonst genommen habe. Ja, weil, weil du den so nah heranhalten musst manchmal. Ja. Okay, Handtuch. Geister. Fingerabdruck, habt ihr sogar 3 Sterne. Ein Handtuch ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Bei niedrigen Temperaturen können sich die Handtuch schnell bewegen, ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Ja. Kann ich los? Warte. Habe ich eingeloggt? Habe ich noch nicht eingeloggt? Jetzt habe ich eingeloggt. Ich will noch mal kurz Fotos gucken. Jo. Ja, ist okay. Also, ich habe auch eingeloggt. Ich finde es gruselig, dass dieses kleine Kind da 3 Sterne gibt. Hat Büffelchen? Ganz los. Achso. Kartoffel? Kartoffelchen. Ja, wir können los. Ja, klar. Okay. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut, kleines Kind. Aber echt. Gruselig. Gruselig. Ich sag ja, das ist so Redneck. Dieses Farmhaus ist mit Abstand das Gruseligste. Ein Handtuch. $110. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein paar Kommentare und wenn ihr wollt, auch ein Abo. Peace out. Bis dahin, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.